Es ist wieder soweit. Ein neues Roll20 Reserve Paket ist rausgekommen und dieses Mal scheint es wieder was Cooles zu geben. Und zwar kriegen wir von der Adventurers Guild das Dynamic Paket und zwar handelt es sich um 10 Karten mit Dynamic Lighting. Und das Ganze schnappen wir uns jetzt gleich mal, um gemeinsam reinzuschauen, was es da eigentlich abzustauben gibt in diesem Monat. Bevor es losgeht, möchte ich Roll20 danken, dass sie dieses Video gesponsert haben. Also, was gibt's hier eigentlich heute abzustauben? Die Adventurers Guild hat hier Karten fertig gemacht, bei denen vorkonfigurierte Mauern, Türen und dynamische Beleuchtung mit drin sind, um das Ganze möglichst als eine ganz tolle Spielerfahrung für euch fertig zu machen. Es gibt 10 unikale Varianten verschiedener Kartenelemente mit Nachtversion und in leer gefegt und alles Mögliche. Wir werfen einfach mal einen Blick in das Ganze rein. Wie ihr sehen könnt, handelt es sich bei dem Ganzen hier um ein Add-on. Das bedeutet also, ihr könnt das erstmal in jedes Spiel rein implementieren, das bereits besteht, oder auch am Anfang in jedes Spiel reinpacken, das ihr neu aufmacht. Erst einmal an der Stelle nochmal ein großes Lob an Shiraki. Ihr seht möglicherweise, dass sich mein Avatarbild verändert hat. Diesen Shibi hat Shiraki gezeichnet. Großartiges Bild. Kommt auf jeden Fall gerne auf den Lurch und Lama Server oder beziehungsweise auf unseren Server von Hitdice, um sie da sprechen zu können und möglicherweise zu fragen, ob ihr nicht auch so ein Bild bekommen könnt. Bevor wir natürlich oben in die Pages schauen, schauen wir erst einmal, was wir sonst noch möglicherweise bekommen. Da könnte natürlich hier was sein. Okay, hier haben wir schon mal eine Beschreibung, eine Message von Mikey und Weaver. Das sind die Leute, die hinter dem Ganzen stecken. Wir kriegen ein paar Informationen. Es gibt vorkonfigurierte Fackeln. Die sehen wir hier auch mit 5 Feet Low und Bright, also schwaches Licht, starkes Licht, 10 Feet Low und Bright und die Kombination auf 10 Feet aus Low und Bright, ja gut, klar, wie auch immer. Dann kriegen wir hier ein paar Infos und zwar Türen sind rot. Dann die ungeschlossenen Türen sind in so einem hellblau, die verschlossenen im Rotton, schwarz und purple, also violett, sind arkan versiegelt in irgendeiner Form, so dass man die besser auseinanderhalten kann, wie das Ganze gedacht ist. Und klar, Dynamic Lighting, bla bla. Gut, also wir kriegen eine Beschreibung für das Ganze und wir kriegen auch hier den Hinweis auf deren Patreon-Server, wenn man gerne bei deren Sachen unterstützen möchte, denn die haben mit Sicherheit nicht nur dieses Kartenpaket. Das ist also ein schönes Werbeangebot sozusagen, das die jetzt gemacht haben, dass wir das kostenlos bekommen über Roll20, eine Kooperation, was ja auch erstmal ganz nett ist und wahrscheinlich ja auch Sinn der ganzen Sache, denn wie sollte sich das sonst vernünftig rentieren? Dann schauen wir mal, was es so gibt. Wir haben also die Dinger, wir haben diese Message, wir haben keine Kartenspiele, Zufallstabellen oder Makros, aber ist auch gar nicht unbedingt nötig. Und wir haben hier oben in der Page-Toolbar dann jetzt die ganzen verschiedenen Seiten. Okay, hier ist irgendwie eine leere Seite oder eine Leerstelle. Das ist ja interessant, das habe ich noch nie gesehen. Das mag aber möglicherweise an den Namen liegen oder an was auch immer. Gut, gucken wir uns mal die erste an. So, wir müssen erstmal rausscrollen. Das Ganze ist also offensichtlich groß. Ihr seht auch, es dauert ein bisschen, bis die Karte geladen ist. Bei solchen großen Karten natürlich im Blick behalten, dass das dementsprechend auch mehr Rechenleistung für euren Computer bzw. die Endgeräte eurer Gruppe bedeutet. Dementsprechend gerade zu den Stoßzeiten, wenn viel auf Roll20 los ist, kann das sein, dass die mal eine ganze Weile zum Buffern brauchen. So, was kriegen wir? Also das ist sozusagen die Startseite. Wäre das ein Modul, wären wir wahrscheinlich auf dieser Seite unmittelbar gelandet. Die weisen erstmal auf sich selbst, auf die Adventurers Guild hin. Dynamic Lit, Ready to Play, Battle Map Pack bei... So, wir haben also 10 Varianten. Im Prinzip die Infos, die wir draußen schon haben. Und ich gehe davon aus, dass das wahrscheinlich im Hintergrund auch schon die Karte sein wird, die wir hier abstauben können. Das Ganze sieht eigentlich erstmal ganz nett aus. Ich gehe wieder ein bisschen näher ran, um das genauer anzuschauen. So, wir brauchen ja nicht unbedingt die Überschrift, wobei einmal kurz der Blick hier oben, also hier ist sowas, möglicherweise ein Wehrturm, ein kleiner oder so etwas, wobei es nicht klar zu erkennen ist, vielleicht auch einfach nur eine Plattform, auf der möglicherweise gekämpft wird. Hier haben wir auch noch ein paar Holzfiguren, mit denen dann Trainingskämpfe absolviert werden können. Wir sehen, hier oben ist ein kleiner Garten angelegt, also hier ist irgendwie Kohl oder sowas angepflanzt. Wir haben hier eine Toilette, wir haben, ich gehe davon aus, eine Gartenhütte und so ein paar Utensilien für Werkzeuge für den Garten. Wir haben hier einen Steinweg, der, naja, wahrscheinlich wird hier wohl auch eine Tür sein, aber die ist wohl zu, kann man jetzt hier gerade noch nicht gut erkennen. Haben wir hier schon Dynamic Lighting auf der Karte? Nein, hier jetzt noch nicht. Wir schauen gleich mal, was dabei dann rumkommen wird. Ein paar Stufen nach oben, um ins Gebäude reinzukommen. Das liegt also ein bisschen höher als der Erdboden. Wir haben hier so etwas wie eine Küche oder einen Aufbewahrungsraum. Das führt dann auch rüber in einen Speisesaal, der anscheinend nur durch die Küche oder von außen zu betreten ist. Interessant, warum ist die Küche der erste Raum? Na, wie auch immer. Dann gibt es hier auch noch so einen Nebenraum. Das scheint ein Arbeitszimmer zu sein.
ein kleiner Büroraum, dann haben wir hier einen großen Beratungssaal. Also das Ganze stellt sich schon mal perfekt heraus, wenn man jetzt ein Gildengebäude oder so etwas haben möchte, ist das hier auf jeden Fall mega gut dafür geeignet, um das zu bespielen. Hier scheint alles drin zu sein, was sowas braucht, auch mit einzelnen Trophäen, ein kleiner Thron scheinbar. Dann haben wir ja so den üblichen Zwischenraum mit, ich habe keine Ahnung, was das hier sein soll. Ich dachte erst, es ist ein Klavier, aber das macht ja eigentlich überhaupt gar keinen Sinn an der Stelle. Naja, Tisch mit Unterlagen drauf und Bänke zum, warum auch immer man sich da hinsetzen sollte. Dann gibt es hier, ich weiß nicht, ist das sowas wie eine Schatzkammer möglicherweise? Dann haben wir hier sowas wie einen kleinen Barraum, also irgendwas zum Feiern. Vielleicht ist das auch ein Lagerraum für die Bar hier, denn scheinbar schließt ja hier keiner an, sondern eher eine Außenterrasse. Dann haben wir ein paar Schlafzimmer hier unten, weitere Schlafzimmer. Auch das hier sind anscheinend Schlafräume, die erreicht werden können hierüber oder hier durch. Ist natürlich mega nervig, wenn man hier pennt und die Leute müssen jedes Mal durch dein Zimmer laufen, aber wie auch immer. Denn das hier sind ja offensichtlich Scheiben. Dann haben wir hier noch einen Raum mit einer großen Karte, also vielleicht noch sowas wie ein Beratungszimmer neben dem Besprechungszimmer, auch ganz nett auf jeden Fall, auch nochmal mit einem kleinen Vorratsraum und hier draußen, ja, Holzarbeiten werden gefertigt, Holz wird gelagert. Ich sehe keinen Kamin, vielleicht übersehe ich ihn auch nur, da frage ich mich jetzt gerade, was machen die mit dem Holz, wobei, na gut, klar, für die Küche jetzt vielleicht auch zu gebrauchen, aber wäre das dann nicht hier irgendwo sinnvoller gewesen? Naja, ist auch egal. Also erstmal ist es einfach eine ganz schön angelegte Karte. Dann schauen wir mal, was wir auf den anderen kriegen. Wir sind schon in Dynamic Lighting Layer, das heißt, wir müssten auch direkt schon die Einzeichnung sehen können. So, okay, also wir haben hier Schatten, die Bäume werfen werden, deswegen die Kreise hier drauf, dass man schön drumherum laufen kann. Wir sehen jetzt also, gehen wir mal ein bisschen näher ran. Es wurde uns ja gesagt, rot ist immer verschlossene Tür. Ja, gelb sind dann scheinbar die ganz normalen Wände. Ja, das sind Scheiben, da sind Auslassungen drin, dass die Leute durchgucken können. Hat allerdings den Nachteil, wenn ihr jetzt nicht die Dornecker API oder so etwas benutzt, was ihr natürlich nur als Pro-Member könnt, dass die Leute an diesen Stellen, selbst wenn ihr eingestellt habt, dass man durch Barrieren nicht durchlaufen kann, hier einfach durchlaufen könnten durch die Fenster und die sollen ja möglicherweise gar nicht offen sein. Aber es wurde auch hier auf Lichteffekte auf jeden Fall geachtet, die hier schön ein bisschen durchbrechen. Die Fackeln sind ganz schön platziert. Man sieht, dass das diese 10-Feet-Fackeln sind. Die haben also erst Dimlight und dann noch ein bisschen Brightlight. Interessante Reihenfolge, erst gedimmt und dann heller. Aber wie auch immer, das scheinen diese Kombinationsdinger zu sein. So, hier erkenne ich jetzt gerade sonst keine speziellen Räume. Es war ja auch was von violetter Farbe die Rede, von irgendwelchen Räumen, die speziell abgeschlossen sind. Super, dass die Toilette verschlossen ist, dass man da auf jeden Fall nicht rein kann. Ganz supi-dupi Idee. Aber erstmal auf den ersten Blick wurde auf alles geachtet. Dann gehen wir mal auf eine andere Karte, das Ganze bei Nacht, um uns das nochmal anzuschauen. Gehen wir eins ein bisschen raus, die Türen und so, das hat sich natürlich alles nicht verändert. Es ist ja im Grunde genau das gleiche Gebäude, nur mit weniger Licht. Sieht auf jeden Fall ganz schön und szenisch aus. Warum man im Vorbeilaufen nicht über diesen Baum drüber gucken können soll, verstehe ich nicht, für einen Halbling nachvollziehbar, aber ein Mensch müsste ja locker drüber gucken können. Und das hier würde dazu führen, dass die Leute ja einfach in die Schwärze schauen, wenn sie gegen diesen Baum gucken, als würde der 2 Meter hoch sein, wie er da liegt. Vielleicht täusche ich mich, aber ich glaube nicht, dass der Baum wirklich so dick ist. Nun, schauen wir weiter. Dann gibt es noch die Blossom-Variante. Habe ich gerade eine Karte übersprungen? Ich glaube, ich habe eine Karte übersprungen. Also wir kriegen auch noch verschiedene Jahreszeiten. Hier haben wir jetzt also schöne Kirschblüten noch da. Die sind auch hier im Garten ein bisschen verteilt. Ist auf jeden Fall ganz nett. Interessant, der Dynamic Lighting Layer ist komplett verschoben. Liegt das jetzt gerade? Nee, das liegt nicht an mir. Ich habe auch nichts gemacht. Ist die Karte versehentlich verschoben worden? Gut, kann man relativ einfach beheben. Wir gehen mal einmal auf die Kartenebene. Und wenn wir die Karte jetzt also, okay, das ist denen passiert, ich verstehe, jetzt müsste es eigentlich wieder passen. Die haben die Karte im Nachhinein versehentlich verschoben und das Ganze so gespeichert. Okay, kann natürlich bedeuten, dass es dann bald nochmal für dieses Add-on ein Update gibt. Dann werdet ihr gefragt bei eurem Spiel, wo ihr das reingepackt habt, ob ihr das Add-on updaten wollt, wenn denen solche Fehler aufgefallen sind, wie uns jetzt gerade. Das wird nämlich in jedem Spiel dann jetzt so sein, automatisch. Ist aber auch gar nicht schlimm. So, gucken wir mal, was wir noch kriegen. Jetzt haben wir immer noch das Gildengebäude. Haunted Guild. Okay, jetzt ist das ganze Ding also verflucht. Dann schauen wir mal, was das verändert. Okay, wir haben also eine andere Optik. Es ist eine Sepia-Optik da drüber. Das sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr cool aus. Ich gehe mal ein bisschen raus.
Haunted ist es anscheinend, weil es jetzt wohl ein leerstehendes Gebäude sein soll. Nebel, möglicherweise auch eine Kombination aus Nebel und Spinnenweben oder irgendwas anderes ist hier mit drin. Sieht auf jeden Fall auch interessant aus, aber für mich wirkt das Gebäude jetzt wieder viel zu belebt, auch mit den Pflanzen, die da einfach stehen geblieben sind, als dass man das jetzt als verfluchtes Gebäude so hinnehmen könnte. Gut, man kann jetzt natürlich so einen Pseudo-Villenbesuch hier spielen mit irgendwelchen Wesen, die sich hinterher als Geister herausstellen, aber erstmal macht ein bewohntes Gebäude als verfluchtes Geisterhaus für mich wenig Sinn, wie dem auch sei. Was ist mit diesen verfluchten Türen, die magisch verschlossen sind? Wo kriegen wir das? So, hier kriegen wir das ganze Oh, Massacred Guild. Was ist das? Massakriert. Oh, okay. Interessant. Jetzt kriegen wir langsam mal hier was Cooles geboten. Jede Menge Blut ist auf dem Boden verteilt. Hier besonders viel. Einzelne Räume von Blut nicht betroffen, aber hier ist ein bisschen was abgegangen. Hier sind auch Trainingselemente zerstört worden. Naja, zumindest einer fehlt und irgendwelche zerrissenen Fahnen, wo die jetzt herkommen sollen, weil ja alle vier Fahnen noch hier sind. Aber wie auch immer, okay, coole Idee. Einige Dinge halt auf jeden Fall deutlich zerstörter und chaotischer, als sie sonst sind. Hier ist auch die Tür verschwunden und zerstört worden. Und die verschlossene Tür ist nicht mehr verschlossen. Das ist auch ein bisschen weird. Wieso ist die jetzt nicht weg? Na, ist auch egal. Auf jeden Fall auch eine interessante Idee. So ein Moonlight Guild. Vielleicht kriegen wir jetzt die Magie geboten. Vielleicht soll das ja tatsächlich so ein Moonlight-Magie-Effekt sein. Nein, hier auch. Nur die ganz normalen Türen drin, aber auch optisch erstmal sehr schick. Raided. Okay, das heißt, das Ding ist bereits überfallen worden. Dann haben wir wahrscheinlich auch wieder viel Chaos, aber ohne Blut. Okay. Was kriegen wir noch? Okay, wir haben die Empty-Variante, klar. Wir haben die Raid Guild bei Nacht. Rain Guild. Okay, gucken wir mal, was eine Regengilde ist. Dann, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob es draußen regnen soll oder ob das Gebäude gerade kein Dach hat und das reinregnet, wobei das macht ja keinen Sinn. Wieso sollte das der Fall sein? Okay, sie umgehen sozusagen das Problem, dass es kein Wetterlayer gibt, wo man solche Regeneffekte drauflegen kann. Das soll jetzt halt einfach Regenwetter darstellen, wobei ich das ehrlich gesagt um das Gebäude herum gemacht hätte und nicht im Gebäude den Regen mit angezeigt hätte. Das ist ein bisschen irreführend und unnötig, sag ich jetzt mal. So, dann gibt's das Ganze nochmal bei Schnee. Hier haben wir jetzt wahrscheinlich keinen Schneefall im Gebäude. Nein, wir haben einfach nur Schnee um die Karte herum. Hübschi-hübsch. Einmal kurz, jetzt bin ich gespannt. Ja, okay, der Kohl steht hier trotzdem und ist zugeschneit. Mein Gott, das Zeug wird halt einfach nie geerntet. Hätte ich jetzt gedacht, dass die bei solchen Kleinigkeiten dann doch mal ein bisschen drüber arbeiten. Aber wie auch immer. Wir haben immer noch keine violetten Karten, Elemente da drauf. Gut, Sunset Guild, also bei Sonnenauf- bzw. Untergang zu verwenden, die Karte. Ganz normal, einfach jetzt nur in ein rotes Dämmerlicht getaucht und in der Nacht. Dann haben wir nochmal eine Darstellung der Torches. Okay, wir haben, ja, jetzt seht ihr auch, wie das jetzt sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mal 7 oder 8 Felder. Diese Karten sind echt groß. Also nochmal einmal kurz Review an der Stelle. Wir haben wirklich hübsche Karten. Ich gehe mal in die Nacht-Sunset-Variante. What? Okay, also Review. Die Karten sind sehr schön gemacht. Ihr müsst bedenken, dass ihr, wenn ihr API-Zugang habt als Pro-User, dass ihr auf jeden Fall noch Fenster einfügen solltet hier mit der Doorknocker-API. Oder möglicherweise, es hieß ja jetzt auch gerade, dass bald es implementiert werden soll in Dynamic Lighting von Roll20-Seite aus, in hoffentlich diesem Jahr, dass sich da insofern etwas ändert, als dass ihr unsichtbare Barrieren erstellen könnt, also Barrieren, die da sind, die nicht durchschritten werden können, aber Fenster oder magische Effekte darstellen können. Das kann die Doorknocker-API jetzt schon, aber das soll dann bald auch jedem, der ganz normal Dynamic Lighting benutzen kann, zur Verfügung stellen. Ich hoffe, das passiert bald. Roll20 bemüht sich zumindest oder verkauft es nach außen so. Ich wäre auf jeden Fall mega begeistert, wenn das kommen würde. Das müsstet ihr also gegebenenfalls nacharbeiten oder halt überlegen, ob ihr da noch Barrieren reinpackt für euch selbst, denn hier bei den Fenstern sind jetzt halt gerade gar keine Barrieren, die ihr dann möglicherweise verschieben wollt, wenn die Spieler da jetzt hingehen, um da reinzuschauen oder wie auch immer, aber so könnten sie mit ihren Token, selbst wenn ihr das Durchschreiten von Barrieren eingestellt habt, einfach hier durch die Fenster einsteigen, obwohl da offensichtlich Fenster drin sind, denn das blaue Glas soll ja nun mal Glas darstellen und nicht einen zusätzlichen Eingang, das würde einfach keinen Sinn machen, dafür sind zu viele da.
Ihr solltet dann auch noch im Blick behalten, dass ja jetzt hier im Prinzip nur normale Türen und sonst was sind, also dieses, worauf sie sich eigentlich berufen haben hier in ihrem Handout, dass es auch magische Türen und sonstige Dinge gibt, scheint hierauf nicht zuzutreffen, aber das ist dann offensichtlich so eine allgemeine Regel. Dieses Ding gibt es wahrscheinlich in jedem ihrer Module und Add-ons und bedeutet dann, also es gibt andere, in denen das verstärkt auftaucht, hier jetzt ganz normal nicht. Ich denke, das ist ein sehr schönes Gildengebäude. Es ist auch möglicherweise gut geeignet, wenn man nicht die eigene Gilde da reinstecken möchte, eine andere Gilde oder eine Handwerkergesellschaft oder sonst irgendwas da reinzupacken, also vielleicht auch ein Waisenhaus, wobei dann fragt man sich, was soll man mit diesen Räumen, aber wie auch immer, es könnte ja auch mal sowas gewesen sein, irgendeine Form von Villa. Es gibt viele Möglichkeiten, das hier einzusetzen. Es lässt sich mit Sicherheit hervorragend in Fantasy-Settings einbetten, aber es muss gar nicht unbedingt High-Fantasy sein, denn so sehen viele der Karten gar nicht aus. Sie sehen relativ normal aus, also ich kann mir sowohl vorstellen, dass das hier für D&D und Pathfinder oder DSA super passt, als auch für Systeme wie Hexen oder sonst etwas, wo weniger Magie teilweise drin auftaucht, aber trotzdem solche Räumlichkeiten gebraucht werden können von der Kartenoptik her, die mir übrigens wirklich gut gefällt. Die Karten sind wirklich schön. Sie haben einen gewissen Wiedererkennungswert. Der Künstler würde ich jetzt einfach mal behaupten, das sind auf jeden Fall keine 0815 mit Dungeon Draft zusammengezimmerten Karten oder zumindest mit besonderen Assets auf jeden Fall erstellt worden. Es ist schön auf Schatteneffekt und alles Mögliche geachtet worden, was jetzt hier wirklich toll hervorkommt. Die Lichtquellen sind sinnvoll gesetzt worden. Also im Großen und Ganzen erstmal ein klasse Paket mit kleinen Nacharbeitungssachen. Wie gesagt, manche Türen sollten nicht verschlossen sein, andere Sachen sollten nicht kompletten Sichtschutz bieten und sowas und naja, Fenster halt. Aber gut, wenn man sich dann überlegt hat, wie man das Ganze für sich optimal anpassen möchte, kann man das natürlich problemlos machen, denn das ist natürlich auch weiterhin möglich. Also, ich würde sagen, dieses Mal gab es auf jeden Fall wieder eine sehr sinnvolle Sache im Roll20 Reserve-Paket. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Monat, der sich mal wieder lohnt, das Geld dafür auszugeben, weil man ein tolles Kartenpaket bekommt, das man in vielen verschiedenen Settings hervorragend verwenden kann und das einfach in ganz viele Situationen reinpasst, aber auch kreativ genug ist, durch den Aufbau des Gebäudes, dass sowohl Platz für eigene kreative Ideen gelassen wird, als auch, dass man hieraus was Schönes machen kann. Denn wie ihr gerade schon gehört habt, mir sind ja auch gleich x Sachen eingefallen, was man alles aus diesem Gebäude machen kann und in welche Abenteuer-Settings man es möglicherweise einbetten kann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr weitere Roll20 Reserve Pakete sehen wollt, was es so in den letzten Monaten gab, denn ihr überlegt vielleicht gerade, ob Roll20 Pro Membership für euch irgendwie was sein sollte, dann schaut mal da oben in die Playlist rein. Da findet ihr die ganzen anderen Dinge, die man bis jetzt so kostenlos abstauben konnte als Pro Member. Und das hilft euch ja möglicherweise bei eurer Entscheidung, ob es euch das wert ist. Habt noch einen wundervollen Tag, großartige Abenteuer und wir sehen uns im nächsten Video.